there's no tomorrow. Ooh, waking on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Herzlich willkommen zu Minecraft Melonensaga 4. Und leider, das Projekt heißt nicht Melonensaga 4, sondern ich habe einfach nur ein Codewort mit ihm ausgemacht. Juhu, Melonensaga! Endlich mal wieder ein Projekt auf meinem Kanal. das sieht so übelst geil aus. Mit der Caspian-Melone und später auch zwei anderen Spielern, und zwar dem Linus und dem Haram. Deadpool, den Deadpool. Ja, okay, was machen wir jetzt? Ich finde das ein bisschen geil. Jetzt bist du im Game Mode? Ey, du bist wieder da rein. Ja, mach ich ja. Das fällt jetzt auf. Ich cross hätte vor allem. Du hast eine Slation gegeben. Ach so. Slash. Ihr fällt jetzt nur so das, um mich zu killen. Nein, ich muss heilen! Okay, ich geh Holz fahren. So, das sollte jetzt erstmal unendlich sein. Genau, jetzt haben wir erstmal Sättigung fürs Erste. Und Leute, ich habe wahrscheinlich am Anfang diesen... Ich schneide wahrscheinlich jetzt diesen Fail von Melonensaga dazwischen, wo der Server kaputt ging. Und das mache ich wahrscheinlich jetzt. So Leute, jetzt das... Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Melonensaga. Ja, mit dem... Linux und dem Kevin mal wieder und mit dem LP mit Juli. Und wir haben jetzt hier beide noch Resistenz und Sättigung am Anfang. Und jetzt deaktiviere ich. Was ist jetzt wieder passiert? Ich habe nichts gemacht. Ich mache die Do-Day-Like-Cycle jetzt aus. Das ist ein Projekt, wo wir gemeinsam starten. Wo wir gemeinsam zusammenarbeiten. Denn der Typ hier, der gerade stand, der Wassermann da. Ich glaube, der ist sein Internet gecrashed. Glaube ich aber auch. Oh Gott. Und er hat keinen Bock mehr. Hör mal, schlägst du mich jetzt? Er gibt mir gerade aber auch keine Antwort mehr. Leute, wir machen kurz einen Cut. Bis gleich. Oh, er fängt an, Holz zu farmen. Ich würde sagen, ich schaue mich erstmal nach Essen um. Nein, du gehst in die Mine. Okay, können wir machen. Warte hier. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass es irgendwie verwabbelt ist hier. Warte hier, bitte. Ach genau, danke. Weiß cross hitten. Lass mich gehen in die Höhle, Junge. Ja, okay. Hier ist noch Fleisch hinter dir. Genau, irgendwie. Kürbisse! Spackt bei mir gerade die Anzeige so ein bisschen. Direkt am. Das hab ich nicht gesehen. Leute, wartet mal kurz. Grafikeinstellungen. Ah, dumme Kürbisse. Oh, ein Hundi und Hundi. Genau, da oben habe ich die Bitrate. Bah, ich gebe Kürbisse. Bah. Ich glaube. Ist noch einer. Sag's Kürbis. Verpisst euch, Kürbis. Bah. Gibt. Ach, warte, ich muss diese. Dingsens da umstellen. Weißt du, wo man das Fadenkreuz umstellen kann? Hier. Fadenkreuz. Genau, ich möchte es nämlich unter meinem Fadenkreuz haben, dieses Schlagsymbol. Das habe ich backen die Texturen gerade irgendwie, aber okay.
Finde ich Spitzhacke ist irgendwie gerade komisch, keine Ahnung. Vielleicht ja, hast du die Workbench mit der Stand? Ja, aber ich baue mich erstmal so ein bisschen nach unten. Das ist übrigens ein Sieg. Das wäre auch nett, wenn du für mich auch Werkzeug. Ja, ich farm jetzt erstmal kurz, bis meine Steinspitzhacke broke ist. Und Leute, ich würde sagen, wir machen hier kurz eine Timelapse, bis wir Steinwerkzeuge haben. Jetzt wieder, wir haben jetzt Steinwerkzeuge und ich würde sagen, wir gehen gerade mal direkt in ein Dorf. Ja, warte, ich will noch nimm das Eisen. Zuckerrohr mit. Ja, warte, ich habe hier Eisen gefunden, das würde ich gerne. Hat es aufgehört, wenn ich es auf automatisch stelle. Ich habe jetzt 4 Eisen. Also von mir aus können also sie müssen noch ein bisschen was überarbeiten bei der von mir 1, aus können wir jetzt 1,12. Ja, okay. Weil wenn ich in der 1,12 dieses mal 6 anmache, dann wird der Bildschirm überall so schwabbelig. Ja, aber lass die ganzen Kühe killen. Aber nicht alle killen. Damit ja, 2 müssen mindestens bleiben. Am besten aber lass erstmal ins beim Dorf. Hühnchen, ich habe 2 Eier. Ich habe 3 Eier. Ich habe 4 Eisen. Bist du schon beim Dorf? Mann. Und ja, Leute, das dürfen wir. Das ist ein Villager. Was bietet der? Crap. Als ob ich dir für eine, als ob ich dir 4 Emeralds für eine Schere gebe. Ein Emerald sind 40 Dias. Komm mal in die. Ein Flash von Emerald, 8 Gold. Ganz ehrlich, Level. Kommst du jetzt zur Schmiede? Hier. Gleich. What the fuck, die Kuh leckt. Ja, warte, ich komm zur Schmiede. Lass das Weizen abbauen. Abbauen. Komm jetzt rein. Was? Hier ist ein Diaschwert drin. Meins. Ey, meins. Legt es da wieder rein. Was war das? Das war eine Schnelligkeitspotion. Diaschwert. Du kriegst das Diaschwert. Dafür krieg ich dann aber eine Helm und eine Hose. Wenn du ein Diaschwert kriegst. Ich krieg das Diaschwert oder du. Danke. So, genau, habe ich hier nämlich Eisen und hier jeder guck mal, Brot. Was ich habe, guck mal, was ich habe, guck mal, was ich habe. Ist wertvoll. Ja, okay. Du hast ein Diaschwert, das ist nice, natürlich. Ich habe eine Schnelligkeitsbusch. Das ist auch nice. Bau mal das Feld ab. Wir können die Felder abernten, wieder in Hand pflanzen. Ja, natürlich, wir wollen ja das Dorf nicht ausrotten. Ich will, dass hier Villager überleben. Ich will ja eine Iron Golem Farm bauen. Könnte das Villager-Dorf auch einfach für eine Farm nutzen. Später kommt eh Chicken Chunks auf den Server und dann Morph House noch. Warte, ist ja eigentlich Morph House drauf? Warte. Die Tabs kurz, so. Was für ein Software ist hier drauf? Ich würde sagen, man darf sich auch, wenn man private Häuser... Es ist Morph House drauf. Ich hab Morph House... auf den Server drauf gemacht. Das heißt, Betten und einer muss nur schlafen. Also nur 50%. Okay.
Nein, ich hast du gehört, Juli? Was? Hast du gehört? Nee, warte, ich hab dir gerade nicht zugehört. Was ist denn? Warum wachsen eigentlich die Dinger so schnell? Was meinst du? Das Weizen und so wächst übel schnell. Ich habe es vor einer Minute, nicht mal vor einer Minute her angepflanzt und ist schon wieder da. Ist vielleicht random Tickspeed zu hoch? Glaub ich glaube, ich irgendwie da? Auch, dass ich da aus Versehen drauf gekommen bin. Ich mach schon. Das ist ja noch standardmäßig auf 3, gell? Ja. Hab gemacht. Hab ich doch auch schon gemacht. Aber doppelt hält besser. Oder? Mhm. Also Leute, ich hab mega Bock auf dieses Projekt. Vor allen Dingen mit dem Kevin. Weil es halt mit ihm immer Spaß macht und... Hau ab, Villager! Ich will dich nicht schlagen. So, dann jetzt zieht... Also irgendwie der Weltzieh, den... Hast du da einen speziellen Weltzieh genutzt? Ja. Der ist ja ultra OP gewesen. Da war ein Villager auf dem Plains-Biom. Ich habe wirklich nur Forest, also hast Fuß- und Schwarzbiome bekommen und... Daneben war eine Wüste, das waren mega kacke Maps. Also wir haben, ja, glaube ich, fast alle Ressourcen. Wenn du war so eine Wüste findest, Blut, das wäre für mich... Aber irgendwie alle Gegenteil-Dinger waren da nebeneinander. Also Dschungel und diesen ganzen Kram, alles nebeneinander. Also hat gar nicht gepasst, null, nada, nix. Das Ding ist halt... Das Ding hab ich mir dann zieht aus dem Internet, gut. Warte, ist hier ein Enderportal? Nein, keine Rankenbruchsteine. Ansonsten wäre hier in den Brunnen ein Netherportal. Kennst du den Trick? Ja, was? Dass wenn du in den Brunnen reinspringst, dann können da unter Lineal... diese... Dinger... Linealen, oder wie heißt das? Ich komme hier nicht mehr raus. Wie heißt das? Linealen... Diese Dinger, die von Bäumen da runterwachsen. Mir fällt's gerade nicht ein. Lianen. Ach so, genau. Und wenn die, wenn es so Bruchstein-Lianen sind, dann ist, heißt es, da ist ein Dingsens Stronghold drunter. Ich kill mal die Kuh hier. Wenn ich die auf den Kopf hätte, dann macht es so ein komisches Tischgeräusch. Dann sag mir das und merk dir die Kreuz, weil ich brauch ganz viel Sonne. Ach, so ein Wüstenbiom? Ja, okay. Hier gibt's... du... Schau mal den Villager hier an. Letztes Mensch. Angebot. Hier, den Fischer. Letztes Angebot. Kommt jetzt mal zu dir. Hätte ich nicht. Oder da. Der hier hat das gleiche wie der da. Letztes Angebot. Das heißt, der ist unnötig. Den muss man killen, damit ein neuer spawnt. Nicht killen, bist du dumm, Junge. Das springt. Spawnt ein neuer. Ja, aber du nicht so. Weil das so. Der gleiche war. Was? Du hast jetzt Beliebtheit verloren. Was? Du hast Beliebtheit verloren. Es gibt Beliebtheit? Ja, wenn du die schlägst, dann so Artikel. Als ob die dann mich nicht mehr mögen. Ja, die verkaufen dir dann schlechteres. What the fuck, das wusste ich nicht. Und wie kann ich das wieder gut machen? Indem du tradest. Weizen für ein Emerald. Oh, ich könnte hier. Ja, lass mal wieder nach Hause gehen, oder? Ich trade mal ein bisschen was, warte. Ja, ich habe ja auch. Weizen würde ich nicht traden. Ich kann noch mal ein paar Karotten traden. Ich habe ja. Du kannst von mir aus kannst du dein ganzes. Und jetzt kann ich. Aber eigentlich ist es voll dumm, was ich da mache. Eigentlich müsste ich hier. Ne, gibt mir noch irgendjemand was? Du bringst jetzt noch mal nach Hause. Wobei, das ist eigentlich auch crap. Du bringst noch mal nach Hause. Fischer, was bietest du mir? Achso, der bietet mir das da. Der Blacksmith bietet mir. Also auf dem Eisenhelm haben wir das schon. Ja, okay, dann haben wir jetzt halt zwei Smaragden.
Ja. Das ist eine Kuh. Das ist eine Kuh und die macht Mu. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo der Spawn ist. Ja, ich auch. Ich bin nur falsch gelaufen. Ich bin ständig gelaufen. Ist hier der Spawn? Ja. Ja, ich weiß, ich habe wieder Johnny mit so Kram drinne. Übrigens, Leute, Melonensage wird vier Events wahrscheinlich haben. Und zwar einmal Event 1 heißt, wir kämpfen, also mit Custom NPC Mod. Es gibt so eine Kürbisarmee und eine Melonenarmee. Und gegen die müssen wir dann kämpfen. Event 3 wird sein, dass wir schauen, wer ist der Stärkere in Team Melone. Also wir sind halt Team Melone alle. Oder wir können auch sowas wie Team Saftig und sowas. Oder Kevin, was wollen wir ein Team sein? Weil Ja. es ja vier Mitspieler sind, heißt es dann Team gegen Team. Das heißt, Kevin und ich wären dann Team Melone, oder? Ja, gut. Hier liegt noch Sand. Und zum Beispiel, keine Ahnung, Haram und Linus sind Team, keine Ahnung, aber es soll schon was mit Melone zu tun haben. Und dann, so. Schön. Genau, es soll halt auch was mit dem Dings zu tun haben, also mit dem. Genau, mit dem, Gott, es fällt mir nicht ein. Egal, Leute, Event 3 wird dann sein, dass wir einen Dschungel finden. Das heißt, wir müssen, der als erstes einen Dschungel findet, hat sozusagen gewonnen. Und dann Event 4 wird wieder eine gemeinsame Schlacht sein. Da kämpft dann, Ich also würde unser Team auch Melone und sagen, dass man, irgendwas wenn kämpft man dann gibt. gegen eine Kürbislord-Armee, die den Dschungel überrannt haben. Und wir kämpfen dann sozusagen gegen die Kürbisse und die wollen uns halt auch vernichten. Ich Und würde halt sagen, wenn. was? Okay, das hier ist. Hab ich Scheiße. Dass wenn man jetzt zum Beispiel die nicht alle zusammen, sondern Was? wenn nicht alle zusammen sind, dann was platz. Wenn jetzt zum Beispiel du und ich in einem Team sind, gegen anderes gewinnen, Team. dann wird das die Gewinner dann belohnen. Na natürlich, ihr kriegt auch noch eine Belohnung, aber ich weiß halt noch nicht, was für eine Was Belohnung. pflanzt du da alles an? Nur Weizen? Weizen und alles Mögliche. Alles Mögliche. Hast du auch Ja. Kartoffeln angepflanzt? Ja. Pflanzt sogar noch ein bisschen Beetroot an, da wo es geht, wo es jetzt nicht unbedingt die spawnt. Weil ich glaube, hier die spawnt dann. Weil ich glaube, vier Blöcke waren es, glaube ich. Ja, vier Blöcke. Ich hab Hier die spawnt nämlich Junge! sind. Genau. Ich würde dann nämlich auch gleich Schluss machen, da. Kevin, kannst du morgen wieder? Weiß nicht. Okay, Ich dann, kann ab 1, 2 kann ich. ja, mal schauen, ich bin, mal schauen, wann ich kann. Also ich mache mir jetzt hier noch gerade mal, wir haben jetzt noch Brot, das heißt, wie viel Brot hast, oder ich gebe dir mal 8 Brot, dann hat jetzt jeder, oder wie viel Essen hast du? Okay. Machen wir mal links und rechts den Ofen hin. Und dann Mach kannst schon du eine mal Kuh. sehen, was ich hier gefarmt habe so lange. Was bräuchten wir denn? Du brauchst ein. Als erstes mache ich für uns beide mal ein Lederharnisch. Nee, lass es, lass es. Hä, wieso ne, jeder ein Lederharnisch und du bekommst noch Lederschuhe? Und dann sind wir nämlich ungefähr ausgegleicht. Warte, hier, so. Wie viele Rüstungspunkte hast du jetzt? Drei. Was? Platz hier, drei. Ich habe 5. Ja, okay, egal.
Ach, du hast auch noch Leder, warte. Dann mache ich dir noch eine Lederhose. Und mir Lederschuhe. Dann Die haben wir Frage noch. ist, soll ich. Ich Warte, benutze das warte, 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 Dia-Schwert warte, mal. warte. So, Ich bitteschön. benutze das Dia-Schwert mal noch nicht und bitte auch nicht, Ja, okay? mache ich auch nicht. So. Weil ich nehme mal so die Hälfte der Beetroots mit. Und die Kartoffeln könnte man theoretisch Ich schmelzen. gehe in die Höhle. Ja, ich würde aber die Folge beenden. Hier ist ein Zombie-Villager. What the fuck? Einsperren. Ja, Problem, andere Zombies auch. Warte, ich kümmere mich drum. So, sind die auf mich abgelenkt? Nein, die sind immer noch nicht. Die Folge, jo. Was meine ich damit? Geht los. Es geht nicht los. Und wir werden wahrscheinlich auch Screen machen, weil Ich muss das jetzt trotzdem war. mit meinem Hund erstmal Gassi. Ja, ich kann nicht so lange das machen. Ja, stimmt. Kannst jetzt währenddessen was machen. Warte. Craftet man sich viel Schilder? Wenn man sich craftet. Ich hab mir die noch nie gegründet. Ich habe mir die jetzt schon mehrmals, glaube ich, gecraftet. Ein Schild craftest du, indem du. Nein. Oh, shit. Warte, ich mach kurz. Ich tu kurz zwei Eisen, weil ich tu das hier. Wenn ich nicht ganz blöd wäre. Splitte das dann aber auch noch in die Öfen auf, warte. Hier ist safe Dings. ein Spawn, so viele Skelette, so viele Zombies hier sind. Ich mach dir mal kurz noch ein Dingsens. Genau, ich mach dir ein Schild. Ein Schild wird. Du kannst ja mit meiner Folge dann schauen, wie man ein Schild craftet. Also Mit ich habe jetzt zwei ein. Eisen? Mit zwei Eisen, ne? Mit ein Eisen und dann. Ja, schau einfach meine Folge. Ist jetzt schwer zu erklären. Warte, was kann man mit dem Schild machen? Aber man kann mit dem Schild, mit Dingsens kann man sich da Dinger machen. Ja. Man kann es verzaubern, indem man mit dem Amboss das macht. So, ich tue dein Schild mal hier rein. Und ich beende dann auch meine Folge. Wir haben sogar ein Schild geschafft. Das finde ich sogar mal sehr, sehr nice. Ich mache jetzt gerade mal noch zwei Eisenschwerter. Wenn ich gerade mal Sticks hätte. So, ich mache noch kurz zwei Eisenschwerter. Und dann haben wir auch zwei Eisenschwerter jeweils. Und das war's dann auch für diese Folge. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Haut rein. Und möge dieses Projekt Melonsaga Kevin sagt Tschüss. Tschüss. Lasst ein Like da und ein Abo und die Glocke nicht vergessen zu drücken, damit ihr nichts mehr von Melonsaga verpassen wollt. Ciao!